Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Lichtraum von Pax Apibel. Heute Morgen wieder zur Stille und Espresso live. Ja, auch von mir. Guten Morgen, willkommen hier in Pax Apibel an diesem bisschen schwülen, aber nicht mehr ganz so heißen Mittwoch, nachdem, na wie es nicht ganz richtig, Harald schon früh angefangen hat. Wir haben uns schon nach draußen bewegt oder eher unarmen Menschen hier an der Bushaltestelle einen Espresso offeriert und sie hat Gratis-Espresso, Sonderaktion, ja, Sonderaktion heute Morgen hier vom Pax Apibel aus und es war doch ganz schön, etwa 25 Leute, die wir da erreicht haben. Ganz schön. Tolle Gespräche, nette Menschen. Ja, viele Leute aus anderen Ländern auch und insofern auch für uns wieder eine Bereicherung zu sehen, wer hier lebt und wer wir hier zusammenleben, diesen so bewegten Viertel. Genau. Ja. Ja, jetzt lass uns einstimmen auf diesen Tag. Bewegung ist ein Stichwort. Harald gerade als Bewegungsmonster, der gibt das doch hier rein und ich habe einen kleinen Text ausgesucht für gleich dann. Ja. Und machen noch, bevor den Werbeblock schließen wir ab, heute Abend noch, ja. 19 Uhr, haben wir Bergzeit zum zweiten Mal, Meditation, das Entdecken der Stille. Obwohl es gar nicht so ruhig ist, gar nicht so still ist, auf dem Hügel im Europaviertel. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Es wird allerdings keine Bergpredigt geben, also da muss ich mich immer enttäuschen. Was war? Ja. Und zum ersten Mal mit dabei. Ja, dann lass uns mal starten. Und ich morgen noch ja, zur Letzte für internationales Kochen morgen. Es gibt ein Fenchel-Carpaccio. Genau, dazu die Garnelen auf Tagliatelle. Sehr gut mit Gemüse. Ja. Also auch für die Vegetarier ist was dabei, dann werden eben Garnelen weggelassen. Also für alle ist echt etwas gesorgt und vor allem, ihr könnt Leute kennenlernen hier aus dem Stadtteil und drumherum und die einfach gerne kochen und Menschen kennenlernen. So. Und das wird uns dort auch wieder miteinander bewegen und das tun wir jetzt natürlich auch für die Moderation. Ja. Also zum Bewegen, setzt euch erstmal hin. Auch heute geht es wieder darum, ein bisschen Hocker-Gymnastik zu machen. 5 Minuten, dauerhafte, weiche Bewegung. Und wir fangen mal an mit den Beinen, einfach, dass wir wieder uns mal Bein hoch und runter gehen langsam. Die Beine, die Arme, die können ruhig pendeln, rechts und links. Und wir fangen mal an, ein bisschen schneller zu gehen. Probiert mal den Rücken gerade zu halten, dass ihr gerade sitzt. So, als würdet ihr laufen. Und dann laufen wir mal nach vorne mit dem Fußball, auf den Fußball tippen. Nach vorne. Spannt ein bisschen die Wadenmuskeln an. Und jetzt lasst ihr das linke Bein weiter tippen und den rechten geht ihr raus. Raus und wieder rein. Herzliche Grüße an meine Reha-Physiotherapeuten, bei denen ich das lernen konnte. So, und jetzt machen wir das gleiche mit der anderen Seite. Und wir bleiben weiter tippen. Und jetzt rudern wir den Arm. Ruhig dabei den Körper. Bewegen nach rechts und nach links und diese Kombination von den beiden Bewegungen machen. Und stärken auch nochmal für die Koordination des Körpers. Und jetzt ändern wir das Ganze, jetzt geht es rückwärts. Immer weiter tippen. Okay, jetzt schütteln wir mal die Arme aus, aber wir bleiben weiter intakt. Nun gehen wir mal zum unteren Beinbein, strecken das mal aus, wechseln wieder hier rüber. Das Ganze flocken wir hier, Matthias. Ja, gut durchtrainiert. Matthias am Wochenende 160 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad. Top fit. Naja, Knie.
bisschen schwieriges Thema. Und jetzt drehen. Kommt noch dabei oder dann weiter im Takt mit den Füßen. Wir drehen in die andere Richtung. Gar nicht so einfach. Und jetzt laufen wir wieder nach vorne. Nach hinten, nach rechts, links. Einmal stehen lassen, links außen. Bevor wir jetzt von Matthias unseren Meditationsimpuls bekommen. Sammat. Ein Rabbi spielt für sein Leben gern Golf. Leider regnet es schon seit Wochen ununterbrochen, sodass an Golf nicht zu denken ist. Doch dann, am Sabbatmorgen, kommt die Sonne hervor. Kein Wölkchen ist mehr zu sehen. Aber am Sabbat ist jegliche sportliche Betätigung verboten. Die Lage ist verzwickt, der Rabbi zögert, geht in sich, schaut aus dem Fenster. Der Rasen glänzt, kein Wind. Perfektes Golfwetter. 5 Minuten später steht er auf dem Golfplatz und zielt auf das Loch. Im Himmel dabei läuft der Prophet Elia zu Gott. Siehst du das? Das darf er doch nicht. Du musst ihn bestrafen. Keine Sorge, er wird in dieser Minute seine Strafe erhalten. Der Rabbi nimmt Schwung und eingelocht mit einem einzigen Schlag. Holy One, erkennt sich jetzt kürzer. Der Prophet ist entsetzt. Herr, hast du das gesehen? Was ist mit der Bestrafung? Wem soll er das jetzt erzählen? Ja, manche Bestrafung ist schon hart. Wir wünschen euch heute keinen harten Tag, sondern einen richtig guten. In der Stille, jetzt für uns im Gebet, denken wir an euch, an das, was ihr heute vorhabt, auch wenn wir es gar nicht genau wissen. Aber wir fühlen uns einfach mit euch verbunden, die ihr hier mit zuschaut, dass ihr im Europaviertel lebt oder drumherum auch. Und denkt dran, Stille und Espresso ist das nur, wenn es was Gutes für den Körper anschließend gibt. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr habt, zu meditieren. Aber gebt dem Körper danach auch noch einen guten Impuls. Bei uns ist es der Espresso. Oder Matthias? Ja. Macht's gut.